Liebe Freundinnen und Freunde, 2020 hat begonnen, aber ein Rückblick auf 2019 sei gestattet. Ich denke, wir haben viel getan, viel gearbeitet in der Fraktion und auch im Justiziariat. Wir haben unter anderem die Klagen vom Verfassungsgericht gegen die Parteienfinanzierung, gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz und gegen die Wahlrechtsausschlüsse für behinderte und unter Betreuung stehende Menschen bei der Europawahl. In dem letztgenannten Fall hat sich unsere Arbeit ausgezahlt. Wir haben es geschafft, dass das Verfassungsgericht diese Einschränkungen aufgehoben hat und damit dem Gesetzgeber deutlich gezeigt hat, dass sie rechtlich auf dem Holzweg waren. Und ich denke, das wird uns auch gelingen, da bin ich optimistisch, was die Annehmung der Parteienfinanzierung angeht, gegen die wir als Linke absolut sind und auch dagegen gestimmt haben im Bundestag. Auch beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz zeigt sich, dass wir konsequent gegen eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei sind, wie wir auch insgesamt im ganzen Jahr 2019 alle Verschärfungen des Strafrechts, die Regierung vorhatte, konsequent abgelehnt haben. Wir sind dagegen, dass Strafrecht verschärft wird, ohne dass überhaupt einmal evaluiert, also festgestellt wird, ob die bisherigen Strafrechtsregelungen nicht bereits ausreichend sind. Und wir haben uns natürlich sehr stark gemacht für die Anhebung des Mindestlohnes. Wir kämpfen für die Ausweitung der Rechte von Betriebsrätinnen und Betriebsräten. Das sind unsere Kern- und Mutterthemen. Und natürlich bleiben wir auch konsequent bei der Frage Hartz IV. Wir haben sehr das Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, dass eine uferlose Sanktionierung von Hartz IV-Betroffenen ja zurückgewiesen hat. Es ist nicht ganz so ausgefallen, wie wir es uns gewünscht hätten, aber auch mit diesem Urteil lässt sich politisch arbeiten. Nun, wir waren in 2019, denke ich, sehr aktiv. Für meinen Rechtsbereich bin ich extrem zufrieden. Wir haben das getan, was möglich ist. Und wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher und die werden wir 2020 sicherlich abfeuern. In diesem Sinne, ich werde in einem weiteren Video darlegen, was wir 2020 noch vorhaben. Vielen Dank fürs Zuhören.